Mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Erschwinglichkeit, praktischem Design und robuster Geländegängigkeit wird der Dacia Sandman 4x4 2025 die Abenteuerfahrzeugbranche mit Sicherheit aufrütteln. Der Sandman 4x4 ist ein vielseitiger Campervan für Outdoor-Enthusiasten, die die freie Natur erkunden möchten, ohne auf Luxus zu verzichten. Mit praktischen, schnörkellosen Lösungen, die das Wesentliche für Langstreckenreisen, Camping und Offroad-Aktivitäten bieten, ist er bereit, mit teureren Modellen auf dem Markt für Campervans und Geländefahrzeuge zu konkurrieren. Der Dacia Sandman 4x4 2025 fällt sofort durch sein starkes, praktisches Aussehen auf, bei dem Zweckmäßigkeit vor Aufsehen steht. Alles, was Sie für einen Offroad-Campervan benötigen, ist in einem kleinen, aber robusten Chassis untergebracht. Der Fokus auf Funktionalität ist das Markenzeichen des Innenraums des Dacia Sandman 4x4 2025. Bei der Kabinengestaltung, die auf Einfachheit und Funktionalität abzielt, werden wahrscheinlich langlebige Materialien verwendet, die Outdoor-Aktivitäten standhalten. Dank des vielseitigen Layouts lässt sich der Innenraum problemlos von einer komfortablen Fahrerkabine in ein Wohnzimmer verwandeln. Um den Platz optimal zu nutzen, werden wir klappbare Sitze, eine Küchenzeile und kreative Aufbewahrungsmöglichkeiten hinzufügen. Der Sandman bietet viel Platz für Ihre gesamte Campingausrüstung, Lebensmittel und persönlichen Gegenstände und ist daher ideal sowohl für kurze Wochenendausflüge als auch für längere Roadtrips. Ein effektives Infotainment-System mit Smartphone-Konnektivität über Apple CarPlay und Android Auto wird beim Sandman, der sich an technisch versierte Entdecker richtet, wahrscheinlich zur Standardausstattung gehören. Fahrer werden auch Zugriff auf Offroad-Navigations- und Kartenfunktionen haben, sodass sie auch weniger befahrene Routen erkunden können. Der Sandman 4x4 wird dank serienmäßiger Sicherheitsausstattung wie Parksensoren, Spur-HT-Assistent und einem fortschrittlichen Bremssystem praktisch und sicher sein. Die Geländegängigkeit wird durch ein robustes Federungssystem weiter verbessert, das Stoßdämpfer mit großem Federweg und verstärkte Komponenten umfassen kann, um holprigen Fahrten standzuhalten. Um sicherzustellen, dass der Fahrer auch auf steilen oder rutschigen Oberflächen die Kontrolle behält, sind wahrscheinlich eine fortschrittliche Traktionskontrolle und eine Bergabfahrhilfe integriert. Der Sandman ist zwar nicht wie teurere Modelle für die Eroberung schwierigen Geländes konzipiert, bietet jedoch ein gutes Gleichgewicht zwischen Funktionalität und Komfort und ist damit perfekt für abenteuerlustige Familien oder Alleinreisende, die das Gelände erkunden möchten, ohne einen Geländewagen zu mieten. Attraktivität und Marktposition. Da der Markt für erschwingliche Geländewagen weiter wächst, hat Dacia mit dem 2025 Sandman 4x4 reagiert. Es gibt viele teure Wohnmobile und Geländewagen auf dem Markt, aber Dacia möchte eine günstigere Option anbieten, ohne Kompromisse bei den wesentlichen Funktionen einzugehen. Dies macht den Sandman zu einer guten Wahl für Familien mit kleinem Budget und junge Entdecker. Darüber hinaus ist er dank seiner Offroad-Eigenschaften und seines praktischen Designs eine praktische Wahl für eine Vielzahl von Aktivitäten. Der Sandman 4x4 ist so konzipiert, dass er mit einer Vielzahl von Umgebungen problemlos zurechtkommt, was ihn ideal für Campingausflüge in die Alpen, Überlandfahrten oder einfach nur zum Erkunden rauer Nebenstraßen macht.